Halle Neustadt, eine Plattenbausiedlung. Hier stirbt ein 15-jähriges Mädchen. Nach einem Sturz oder Sprung vom Balkon der 6. Etage. Polizisten wollen die Schülerin in den Jugendarrest bringen. Wegen Schulbummelei liegen 3 Gerichtsbeschlüsse vor. Als die Polizei klingelt, öffnet die Mutter die Tür. Die Betroffene selber bekam mit, dass die Polizei vor Ort ist, flüchtete aus ihrem Zimmer, das zu diesem Zeitpunkt noch verschlossen war, zu einem Balkon und von da aus ist sie dann in die Tiefe gestürzt. Hier im Zimmer des Mädchens nimmt das Drama seinen Lauf. Ihr Onkel kann es noch gar nicht fassen. Also überrascht vom Polizisten, gleich morgens früh, also 7:30, kurz vor 8. Die waren am Schlafen, also die ist gesprungen mit Nachthemd, also sie hatte kaum was drunter, nix. Traurig, also dass die Polizisten so weit gehen und machen und keine Hilfe anbieten, einfach stehen zu bleiben und zu sagen, stopp, gehen Sie mal zurück, wir wollen nichts tun, wir helfen Ihnen. Nein, kein Wort, gar nichts, einfach hinterherrennen und sie springt weg. Der Onkel versteht das Vorgehen der Beamten und die erzieherischen Maßnahmen des Gerichtes nicht. Wir sind dafür, dass unsere Kinder auch zur Schule gehen und gebildet sein. Aber wenn ein Kind möchte nicht und will nicht, also was soll das bringen? Das weiß keiner. Aber ich weiß nur ein, das hat gebracht jetzt einen Tod. Seit Jahren setzen sich die Linken in Sachsen-Anhalt für die Abschaffung des Jugendarrestes bei Schulverweigerern ein. Jugendarrest ist kein erzieherisches Mittel und es ist schon gar kein adäquates Mittel für Jugendliche, die Schule schwänzen. Das bürgerliche Gesetzbuch sagt ganz klar, Eltern, ihr habt eure Kinder gewaltfrei zu erziehen. Und wir reagieren als Staat da mit staatlicher Gewalt, wenn ein Jugendlicher die Schule schwänzt. Das halte ich für den völlig falschen Weg. Auch der Staat ist verpflichtet, hier gewaltfrei zu agieren. Vor allem für die Mutter, aber auch die gesamte Familie ist das Geschehen unfassbar. Sie trauern um ihr Kind. Nicht nur der Tod des Mädchens wird jetzt untersucht, sondern auch das Vorgehen der Polizeibeamten. Gibt es Neuigkeiten beim Stand der Ermittlungen? Diese Frage möchte ich weiterreichen an meinen Kollegen Niklas Ottersbach, der in Halle ist. Niklas, gibt es Neuigkeiten? Ja, die Ermittlungen zur Todesursache laufen mittlerweile in Magdeburg. Das hat ganz einfach den Grund, dass die hallischen Polizisten nicht die Arbeit ihrer eigenen Kollegen bewerten sollen. Und da bei diesem Verfahren sollen dann eben die genauen Umstände geklärt werden, sprich Zeugen werden befragt, auch das Verhalten der Beamten wird zu klären sein. Aber nochmal, das ist jetzt kein internes Ermittlungsverfahren gegen die Beamten, sondern wirklich ganz normales Prozedere in so einem tragischen Todesfall. Der tragische Fall hat nun auch die Debatte rund um den Jugendarrest von Schulschwänzern neu entfacht. Hätte man das nicht verhindern können? Das finde ich ist wirklich eine total schwer zu beantwortende Frage. Also was wir wissen, die 15-Jährige hatte familiäre Wurzeln im Kosovo. Sie hat im März, also sie selber wurde in Halle geboren, sie ist im März noch gewechselt, sie hat die Schule gewechselt. Warum sie dann geschwänzt hat, das ist noch nicht ganz klar. Laut Aussagen der Mutter sei sie wohl gemobbt worden. Und zum Thema Jugendarrest, also da muss man wissen, das ist wirklich die allerletzte Maßnahme. Vorher gibt es erstmal noch einen Anruf bei den Eltern nach dem Motto, ihr Kind ist nicht zur Schule gekommen, was ist los? Wenn das nicht fruchtet, dann gibt es erstmal einen Brief, dann gibt es noch einen Brief. Und wenn das alles nichts bringt, da gehen Monate ins Land, dann wird der Fall ans Jugendamt übergeben und dann wird auch erstmal ein Ordnungsgeld verhängt. Und wenn das alles nichts bringt, dann wird irgendwann Jugendarrest verhängt. Und das darf man bei diesem tragischen Fall nicht vergessen. Die Schulpflicht ist in erster Linie die Verantwortung der Eltern. Dankeschön, Niklas Ottersbach in Halle.